Zum dritten Mal startete in diesem Jahr der Elterleiner Schmökerwinter. Dazu traf man sich in der Bücherei von Hermannsdorf bei Angela Spieß. Teilgenommen haben 61 Kinder der Klassen 2 bis 4 aus den Grundschulen Elterlein, Schwarzbach und Hermannsdorf. Nachdem alle Schüler einen Platz gefunden hatten, begrüßte die Schulleiterin der Grundschule Elterlein, Carina Gerlach, gemeinsam mit dem Bürgermeister von Elterlein, Jörg Hartmann, die anwesenden Kinder. Dabei wurde verraten, welche Ziele und Vorhaben hinter der Aktion Schmökerwinter stecken. Wir haben wieder einen neuen Rekord. Dritter Schmökerwinter, 61 Kinder haben sich angemeldet, um die Aufgabe in Angriff nehmen zu wollen, mindestens 3 Bücher in 8 Wochen zu lesen, die Fragen bei Antonin zu beantworten und am Ende vielleicht mit einem Buchvortrag sich die supergute Note für das Deutschfach zu verdienen. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Bücher. Dazu wird auch gleich unser Herr Hartmann noch ein bisschen was sagen. Ich glaube, da ist für jeden von euch etwas Tolles dabei. Und es geht nicht nur darum, dass ihr selbst für euch lest und Gewinner seid. Wie jedes Jahr lobe ich hiermit wieder aus die Schmökerwürmer jeder Klasse mit Sonderpreis. Und ich lobe aus, ihr kämpft gegen mich für eure Klassenkasse. 50 Cent für jedes Buch, was du schaffst, geht in deine Klassenkasse. Und das spendet die Frau Gerlach. Und ganz neu, wir lesen für noch einen guten Zweck. Wir wollen nämlich, dass Firmen für uns spenden. Und für jedes Buch, was ihr schafft, soll uns die Firma einen kleinen Betrag spenden. Und wir wollen gern von dem Geld 2 Dinge verwirklichen. Das eine ist, wir wollen für unsere Schule aufwaschbares Geschirr kaufen, das wir bei Schulfesten und Klassenfesten verwenden können. Ich denke, das ist wichtig, dass wir kein Wegwerfgeschirr mehr haben. Und das zweite, wir wollen von einem Teil des Geldes einer Kindereinrichtung Bücher schenken. Also wir lesen wirklich für einen ganz, ganz guten Zweck. Für uns selbst und für andere Kinder. Und ich denke, da lohnt es sich für jeden von euch. Denn unser Motto ist, jeder, der liest, ist ein Gewinner. Jetzt gebe ich das Wort an den Herrn Hartmann, denn der hat euch noch ein paar wichtige Sachen zu unserem Schmökerwinter zu sagen. Ja, liebe Kinder, sehr schön, dass wir auch im dritten Jahr wieder einen Rekord aufstellen, 61 Teilnehmer. Das ist eine ganz tolle Sache und ich denke, immer mehr erkennen, wie wichtig das ist, zu lesen, im Buch zu lesen und einfach da sich selbst etwas Gutes zu tun, Interessantes zu erfahren und etwas für das Fach Deutsch zu tun, besser mit der Muttersprache zurechtzukommen. Was haben wir dieses Jahr vor im Schmökerwinter? Wir haben es ja angekündigt schon zu Schuljahresbeginn. Wir haben die Elemente Erde, Luft, Wasser und das Feuer. Diese Elemente wollten wir reinstellen. Dies ist das Thema, wollen darüber etwas lernen. Ist ein sehr umfassendes Thema. Und nach dem, was die Frau Gerlach schön gesagt hat, was ihr mit euren Lesen noch zusätzlich bewirken wollt, etwas Gutes zu tun, dass wir einfach in Elterlein auch Umwelt praktisch besser machen, das Wegwerfgeschirr abschaffen. Kommt ja eins hinzu, wir werden ja dann, wenn das erfolgreich ist, und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, werden die Wasserwerke Westerzgebirge ihrer Zusage nachkommen und uns in der Schule den Wasserspender zur Verfügung stellen. Und umso besser wir sind, umso besser haben wir dann auch die Argumente vielleicht dafür zu bitten, dass das im nächsten Jahr für den Kindergarten genauso erfolgt. Und wir als Stadt werden natürlich dort auf alle Fälle unterstützen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir, wenn wir das wieder so gemeinsam toll hinkriegen, heute sind wir in Hermannsdorf, auch eine schöne Bibliothek, gut etwas kleiner, aber Hermannsdorf ist ein bisschen kleiner als Elterlein, aber schön, dass wir eine Bibliothek haben. Und da bin ich überzeugt, dass wir zum Schluss dann, unserem Abschluss wieder, auch mit diesen 4 Elementen irgendwo hier im Erzgebirgskreis ganz toll abschließen werden. Es gibt da verschiedene Ideen, aber die lassen wir noch ein bisschen reifen. Und erstmal müssen wir die Leistung bringen. Und das heißt, Leistung bringt ihr, indem ihr euch Freude bereitet, Bücher zu lesen, Neues zu erfahren. Und ich drücke jeden fest die Daumen, dass ihr das schafft, auch noch zusätzlich daraus eine gute Note zu erreichen. Ich wünsche euch viele spannende Geschichten, viel Freude beim Lesen und viel Erfolg. Dann wurde gelesen, aber noch nicht von den Kindern, sondern von Monika Wendler.
Die ehemalige Lehrerin hatte sich bereit erklärt, aus dem Buch Die Regentrude zu lesen. Aufmerksam verfolgen die Kinder die Geschichte, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Der Ausgang der Geschichte blieb offen. Schließlich sollen die Kinder ja animiert werden, selbst zu lesen. Das Interesse am Bücherbestand der Hermannsdorfer Bücherei war im Anschluss der Lesung jedenfalls groß. Und so konnte die Leiterin der Bücherei, Angela Spieß, mit ihren 120 Stammlesern auch eine neue Leserschaft dazugewinnen. Geöffnet hat die Bücherei in Hermannsdorf jeden Dienstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr.